Damit herzlich willkommen bei Benny und Steve. Mein Name ist Steve und wir spielen heute die Early Access oder besser gesagt die Demo für Paranormal Records. Und wir starten direkt rein. Fuck me. This is just the absolute worst shithole you could find. Well, I could have found a worse one, but we'd have to go to your motherland for that. Right. Come on, Slava, it's just one night. And then we'll get renewed for another season. Or not. We're fucking better. Give it your all and don't fuck up this, okay? Yeah. I need you to emote hard and give me the juiciest shots you can find, you hear? The show is on the line. Yeah, I got it. Yeah, well, this time I have really outdone myself. I trust you have your stomach full. Screw you. Just so you know, all the needles are authentic. They are not props. Fuck me. I'm getting conflicted here, aren't I? That would definitely boost our ratings. Dickhead. Hey, I'm not just any old dickhead. I'm your favorite dickhead. Alright, I really gotta go now. Hope you make it through the night and emerge with some mind-blowing footage. I'll try. We believe in you, Rachel and I. She's talking about you all the time, Slava. And it's nothing but praise. Rachel? Alright, I'm out. I'm running away late. Have a good shoot. Bye. С каких это пор они с Рэйчел общаются? Пс, сука. So, ja, wir sind Slava, ein kleiner Ostblock-Schlingel, der anscheinend hier Videomaterial sammeln soll für eine Show. Были бы они еще тут. Ладно, попробую начать у окна, а дальше посмотрим. Yay, und wir sind wo? In einem Krankenhaus oder was? Oder wie? Ah, nee. So, nochmal Tür. Oh, okay. Oh, nee, Alter. Keine 1000 Pferde würden mich hier reinkriegen. So, was ist hier mit dem Rohr? Das kann man nicht nehmen. Aber die Grafik sieht unheimlich gut aus. Ist noch ein bisschen dunkel. Haben wir eine Lampe oder irgendwas? Scheinwerfer. Oha, okay, alles klar. Ach du Scheiße, Alter. Und wir müssen anscheinend eine Nacht hier bleiben. Was ist da oben? Speisekarte, was? Wahrscheinlich soll da Speicherkarte stehen. Ja, was? Speisekarte. Geht auch, kann man machen. And here we have... nothing. Und wir sollen Videomaterial sammeln. Also ich weiß nicht, soll es hier spuken oder was? Oder soll hier irgendeine Scheiße abgehen? Und wenn ja, sollen wir es wahrscheinlich auf Film festhalten. Okay, wir gucken uns mal hier ein bisschen um. Alter, und warum müssten es denn immer Krankenhäuser sein? Verschlossen. Suka! That goddamn crew almost killed me. Damn. You son of a... Get out! Нахуй! Oh, so ein fieser Vogel. Bitte wundert euch nicht, dass das hier heute alles ohne Kamera stattfindet irgendwie. Es ist bei dieser Demo für mich die einzige Möglichkeit, die wirklich flüssig aufzunehmen. Und deshalb mache ich es halt ohne Kamera. Mir geht es darum, euch das Spiel halt zu zeigen und zu präsentieren. Und da braucht man jetzt mein Backpfeifengesicht nicht unten in der Ecke. So, weiter geht's. Blöde Krähe. Was? Did you see that? Did you see? The door has opened. All by itself. Ja, und? Let's investigate. Ja, lass uns das mal investigaten. Gott sei Dank habe ich das gleich auf meiner Speisekarte aufgenommen. Hallo? Nobody here. But we might find something that could lead us to the ghosts in here. Ich bin ein Ghost in here. Oh nein, Alter. Oh nein. Oh nee, Alter. Jetzt haben wir noch so eine olle Schwarzlichtlampe. Was haben wir denn hier? Do you think this could be one of those hospitals? Na bestimmt. The ones that, abuse their patients. Na. Бля, I read about this one guy in Arizona. He was a nurse and a rapist. That was just... пиздец. Those poor, unfortunate souls. Ja.
Okay, wozu haben wir jetzt aber auch die Schwarzlichtlampe? Ich meine, hier muss wahrscheinlich alles voll mit irgendeinem Dreck sein. Irgendwie suchen wir jetzt wirklich Fingerabdrücke aller Okay. Товарищи, товарищ. Do you see this too? Блядь, is this a warning? It looks like a warning to me. Yes. I hope it's not a warning for me, though. It's a warning for me, mein guter Sava. Ich verschall сам себя. Aha. Go away. Verschlossen. Hier vorne noch irgendwelche Nachrichten, eventuell. Oh, ist das fies. Das ist nicht mein Mikro, das ist tatsächlich das Kameramikro im Game. Oh, fies, Alter. Macht's natürlich noch so ein bisschen authentisch. Cool gemacht. Also das Game sieht echt, gefällt mir echt gut. Es gefällt mir gut. Es ist schlimm. So, okay, hier sehe ich jetzt erstmal keine Fingerabdrücke. Oder Spuren anderer Körperflüssigkeiten. Na, das lassen wir mal lieber. Das lassen wir mal lieber. So, okay. Dann gehen wir mal weiter. So, hier haben wir noch eine Büchse Bohnen oder irgendeinen Scheiß. Was denn zur Hölle? It won't budge. I sure could use a good Soviet primer right now. Place your bets now, товарищи. Will I find one here or not? Ja, ich denke nicht. Aber wir haben vorhin hier so ein Rohr gesehen. Da hinten. Das würde ich mal probieren wollen. Oh, er ist auch wirklich... Er ist einer von einer möglichen Sorte. So rennen ist nicht seins. Ich meine, gut. Du willst jetzt hier auch nicht irgendeine Scheiße reinfangen hier. So, warte mal, hier vorne. Könntest du ja mal mit diesem Rohr hier probieren? Können wir es jetzt können wir es abholen. Lass uns das mal abholen. Well, this is no Soviet primer. But it will do. As you might have noticed, товарищи, the St. Thomas Asylum is in a somewhat sorry state. It was shut down in 1988 in the wake of a corruption scandal. Chief Medical Officer Isaac Goldman and his underlings were fencing drugs and pharmaceuticals, stuffing their pockets with ill-gotten dollars. Mm-hmm. Eventually, the entire St. Thomas staff was under investigation, so the patients were transferred to other facilities. St. Thomas was temporarily shuttered, but, as they say back in the motherland, нет ничего более постоянного, чем временное. Ja, das ist wahr. Nee. Das kennen wir hier, glaube ich, auch mit Provisorien. So, schauen wir mal, ob das jetzt geht. Nee. Nee. Was? Nee. Ich habe noch nicht das Вступление у окна. Die Einstellung am Fensterfilm. Was? Was für eine Einstellung am Fenster, Mann? Was für eine Einstellung am Fenster? Was für eine Einstellung? Da, wo wir das Rohr jetzt her hatten, aber da ist ja auch noch ein relativ großes Fenster, ne? Das war ja auch nicht doch, da ist auch Jalousien vor. Oder können wir schlicht und ergreifend die Kamera ablegen, irgendwie, damit wir selbst zu sehen... Oh, wer hat denn hier noch Blutproben, Alter? Die müssen ja schon so grinty sein, ey. Vielleicht. Hello again, товарищи. I am Ivan Lightov and today I am in... Блять, как же ты заебала. Ладно, еще раз. Hello again, товарищи. I am Ivan Lightov and today we are visiting another wonderfully gloomy place in beautiful Oregon. The St. Thomas Asylum. These walls
have witnessed unimaginable suffering, and there are still secrets to be discovered here. Tonight, I will stay here on my own, lock it up and alone. So how about it? Is everyone ready? Then it's lights off, fear on! Ja, das ist meine Anmod, Alter. Das ist meine Anmod. Ich finde doch tatsächlich irgendwie dieser russisch-englische Akzent, oder ich weiß ja nicht, ob es russisch ist, irgendwie, also dieser Ostblock-englische Akzent, einfach großartig. Großartig. So. Okay, so, ich hoffe, das war jetzt die Fensterszene. Kann ich jetzt bitte die Tür bitte aufmachen? Es wäre bitte. Ja. So, ja, weil ohne Anmod geht hier mal gar nichts. Okay, erstmal gleich fallen lassen. Ich hätte es jetzt tatsächlich eher mitgenommen. Weil... Weiß ich auch nicht wieso, aber man müssen ja keine Geister sein. Kann ja auch irgendwie Junkies oder eine Scheiße sein hier, ne? Irgendwie, sie kann ja alle drum krach. Na. Suche! Hier kann ja tatsächlich alle drum krepeln. So, was ist hier? Kann man das hier wegschieben? Nee, kann man nicht. Verdammt. Oh. Mein Telefon. Hi. Hello. Rachel. Just checking up on you. I'm just getting started. And I already wish I brought a hazmat suit. I'm serious. This place looks like you can get hepatitis if you just stare at the walls long enough. It can't be that bad. That's what I was telling myself 2 hours ago. Are you sure you can make it through the night? John made sure that I will stay here all night. He locked me in. So yeah, that's how that is. Oh, how thoughtful of him. Sure is. Hey, are you home tonight? No. I'm actually going out with Megan. Megan? I thought you don't talk to her anymore. So did I, but here I am. Look, I really gotta go now. Got it. Have fun. We will. See you, Eric. Love. Ja. Okay, Rachel ist anscheinend unsere Freundin, die aber anscheinend ein bisschen bitchy ist, glaube ich, irgendwie. Also. Oh, nee, warte mal. War hier noch eine Tür? Nee, glaube ich nicht. Nee, wir sind einfach vorbeigelaufen und hinten klappert es und scheppert es. Oh Gott. Wir müssen. Okay, dann gehen wir hier weiter. It's so gloomy in here. Well, Tavarische, now is the time to tell you why I came to this asylum. Of all places. You see, over the last 30 years, people have been disappearing in this hospital. Dozens of them, maybe even hundreds. Official reports will not tell you anything about that, because most of those people were hobos and junkies. But locals say that St. Thomas Hospital has consumed them. Tonight, I will tell you 3 stories that are, unlike many others, independently verified and made a lot of noise in Oregon back in the day. There are 3 places in this asylum that play a major role in those stories, and I will visit them all. I will try to contact the spirits of the missing people in those locations. I don't know if I can do it, товарищи, but I have a good feeling about this. Das klingt nach so einer richtig schön beschissenen Idee, Alter. So eine richtig beschissene Idee. Oh, das ist aber auch, das ist aber ein tolles Bett, Alter. So ein tolles Zimmer hier. Ach, Kinder, nee. So, können wir noch lehnen? Nee, wir können nicht lehnen, Gott sei Dank. Ich weiß auch nicht, warum ich bei lehnen bin ich immer ein bisschen... Sobald wir lehnen können, heißt das, dass es stressig wird. Ja, schöne Zimmer. Kann man nicht anders sagen. Gott sei Dank. Ich bin dankbar über jede verschlossene Tür. Help. Oh, what Oh, fuck. That was... Пиздец.
That what it was, товарищи. Do you think someone lived here? Phew. How long do you think this guy stayed here? One, two... Ah, screw it. I'll count it. I get to editing. So Leute, ihr könnt euch ja mal den Spaß machen. Ich werde das mal off-cam, werde ich das mal zählen. Schreibt mal bitte unten unter das Video in die Kommentare. Schätzt mal, wie viele Tage er hier drin war. Ne? Drei Wände voll. Warte mal, ich guck mal. Nein, es sind sogar 3,5 Wände voll. Schätzt mal bitte und schreibt es bitte unten in die Kommentare. So, keep out in Spiegelschrift. Lass mich raten, war der Stift so fettig, dass er durchdrückte? This word is special. Do not worry, товарищи. Nee, Mist, nee. We will take a closer look at it. Ja, nee, lass doch einfach gut sein, Alter. Mann, die Tür ist zu. So, passt doch, lass doch einfach zu, das Ding. So, warte mal, kann... Mann, das ist so fies, wenn den sein Mikro rumknirscht. Okay, also ich komme auch nicht rein. So, dann gehen wir doch mal hier in den Wellnessbereich. Ach, schön. It happened in the summer of 96, in a small town not far from here, called Greywood. Two twins, Stan and Max, went out for a walk one Sunday morning. Perfectly normal. For 2 10-year-old boys. But they never came back. The whole town went out to look for them. They were looking for weeks, combing the area inch by inch. But they never found anything. Until one day, a girl came to the mother of 2 missing boys. Girl's name was Lisa. She was their neighbor. In tears, the girl told the mother that the boys haunt her dreams every night. She said that the boys are scared and they want to go home, but they can't find their way out of the abandoned St. Thomas Asylum. The townsfolk came to this cursed place, and in this very spot they found a cap that belonged to one of the missing boys. Today, I will look for clues that could help me uncover the mystery of twins' disappearance. Ja, dann machen wir eine thermische Visier mal an. Ach du Scheiße. Look, товарищи, look! The steady beer is warm. And just so very clear, it is currently the 10th of November. Could this be a spirit? Oh nein, ist der entweder von Sam oder Max? I don't know for sure, but let's try talking to it anyway. Stan, Max, hello to you both. My name is Ivan. I came to talk to you. If you hear me, say something back. Stan and Max. Ja, und da hast du deine Antwort, Alter. Oh, damn. Oh, schade, okay. Oh, die Demo ist leider vorbei. Ja, ihr Lieben, wenn es euch gefallen hat, dann lasst es mich bitte unten in den Kommentaren wissen. Helft uns ein bisschen zu wachsen, lasst einen Namen auf dem Kanal da. Und wenn wir das, oder anders gesagt, irgendwie, wenn das Game in seiner Fülle rauskommt, also ich werde es auf jeden Fall zocken. Ich bin geil drauf. Tja, dann sagt nur, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Bis dahin, macht's gut, Tavarisch. Gibt's eigentlich ein Plural von Tavarisch? Keine Ahnung. Bis denn, tschüss.